Hallo, heute gibt es meinen Lesemonat, September. Fangen wir also gleich mit dem ersten Buch an, das ich beendet hatte. Und das ist Die verschwindende Hälfte von Brit Bennett. Es geht hier um die Zwillingsschwestern Desiree und Stella. Die zwei wachsen in den 50er Jahren, also noch zu Zeiten der Rassentrennung, in Mellard auf. Mellard ist ein kleiner Ort in Louisiana mit einer Besonderheit. Dort leben sehr hellhäutige Schwarze, die mit jeder Generation auch immer hellhäutiger werden. Viele sehen eigentlich mittlerweile aus wie Weiße und so auch die Zwillingsschwestern Desiree und Stella. Die zwei sind seit ihrer Kindheit unzertrennlich, fühlen sich in Mellard aber auch sehr eingeengt. Sie träumen davon, diesen Ort irgendwann zu verlassen. Und dann mit 16 hauen sie einfach ab, sie ziehen in die Stadt und versuchen dort erstmal Fuß zu fassen. Bald aber trennen sich die Wege der Zwillingsschwestern. Besser gesagt, Stella verschwindet sang- und klanglos. Sie lässt ihre Schwester Desiree und ihre gesamte Vergangenheit hinter sich und heiratet einen Weißen. Sie gibt sich also selbst als Weiße aus. Das Verschwinden und auch die Ungewissheit um ihre Zwillingsschwester ist für Desiree schwer zu ertragen. Sie denkt sehr, sehr oft an Stella, bis die zwei sich dann nach Jahrzehnten wiedersehen. Der Anfang zog sich etwas hin und so richtig packen konnte mich das Buch erstmal nicht, dann aber wurde es besser. Die Idee fand ich insbesondere sehr faszinierend. Also wenn man so möchte, sind es eigentlich zwei verschiedene Versionen eines Lebens. Zwillinge, die zwar natürlich charakterlich völlig unterschiedlich sind, aber erstmal die gleichen Voraussetzungen haben, das gleiche Umfeld und so weiter und dann an einer Stelle eben ganz unterschiedliche Wege einschlagen und dadurch dann auch in völlig anderen Welten verkehren. Desiree und ihre Tochter in der Welt der Schwarzen mit dem Rassismus, der Unterdrückung, den Vorurteilen und Stella dann eben in der Welt der Weißen mit dem Wohlstand und all den Möglichkeiten, die sie zuvor nicht hatte. Insbesondere Stella als Figur fand ich hier sehr interessant. Also der Preis, den sie bezahlt, um unter Weißen leben zu können, ist extrem hoch. Das permanente Lügen, auch die ständige Angst, ihr Mann oder irgendjemand könnte ihr Geheimnis entdecken, das Verleugnen ihrer Identität. All diese Dinge hat die Autorin, finde ich, wirklich sehr gut dargestellt. Es ist also unterm Strich ein Buch über Rassismus und auch über Klassenunterschiede. Es geht auch um Lebenslügen und ihre Folgen und natürlich geht es auch um Familie und Familienbande. Obwohl ich anfangs, wie gesagt, ein bisschen Geduld brauchte, bis mich das Buch dann wirklich erreichen und packen konnte, fand ich sehr, sehr lesenswert. Obwohl ich mir unter anderem auch gewünscht hätte, dass die Autorin vielleicht noch etwas mehr auf die zwischenmenschlichen Verhältnisse, insbesondere auf der emotionalen Ebene, eingegangen und diese noch etwas besser ausgearbeitet oder herausgearbeitet hätte. Aber das war, finde ich, wirklich jetzt nicht weiter schlimm. Ja, das Buch gefiel mir gut. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Es geht weiter mit Sodom und Berlin von Ivan Goll. Das ist ein Buch aus dem Jahre 1929, das jetzt neu übersetzt wurde. Es spielt in Berlin und zwar in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und wir begleiten hier Odemar Müller. Odemar hat in wenigen Jahren unfassbar viel gemacht. Also beispielsweise war er Mitglied einer Studentenverbindung, dann war er Soldat, er war aber auch mal Revolutionär, Spekulant, der Gründer der Gesellschaft für universelle Brüderlichkeit. Er war auch mal berechnender Geschäftemacher und ich habe mit Sicherheit mindestens eine Sache vergessen, was er noch so gemacht hat. Also anders ausgedrückt, seine Anpassungsfähigkeit ist enorm. Oder seine Wandelbarkeit und auch seine Bereitschaft dazu. Also Odemar schwimmt überall rechtzeitig mit, immer auf seinen Vorteil bedacht. Es sind einfach turbulente Jahre und ebenso rasant liest sich auch diese Geschichte. Rasant zwar, aber nicht übereilt. Und so bekommen wir auch ein sehr gutes Bild über das Berlin der 20er Jahre.
die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft, vor allen Dingen aber der Zeitgeist. Es ist allerdings auch ein sarkastisch-satirischer Blick. Also Goll überspitzt hier einiges und stellenweise wird es auch manchmal etwas bizarrer. Also das sollte man auf jeden Fall mögen. Es ist, finde ich, auf jeden Fall ein sehr ungewöhnliches Buch über die goldenen 20er in Berlin. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und es hat mir auch Spaß gemacht, es zu lesen, weil es einfach ein Buch voller Tempo und Elan ist. Und durch diese Überspitzung fand ich das auch sehr aufregend und auch zugleich sehr unterhaltsam. Also, obwohl, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, obwohl ich befürchte, dass ich noch nicht einmal alle Anspielungen oder Andeutungen hier entdecken konnte, aber nichtsdestotrotz war es für mich ein großes Vergnügen. Also wenn man Lust hat, einen satirischen Blick auf das Berlin der 20er Jahre zu werfen, dann kann dieses Buch genau das Richtige sein. Also man liest es auch so schnell durch und also ich fand's gut. Dann habe ich noch ein Buch von Erling Kagge entdeckt, was ich vorher irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Aber weil mir Stille und Gehen, Weitergehen von Erling Kagge zuvor schon so gut gefallen hatten, war es eigentlich klar, dass ich dieses Buch auch sofort besorgen und so schnell wie möglich lesen werde, was ich dann auch getan habe. Und zwar Philosophie für Abenteurer. Vorab sei gleich angemerkt, dass der deutsche Titel irreführend sein kann, denn es handelt sich hierbei nicht um ein Buch über die Philosophie an sich und es richtet sich auch nicht ausschließlich an Abenteurer, sondern Erling Kagge teilt hier mit uns seine Lebensphilosophie. Kagge ist nicht nur Autor, sondern unter anderem auch Verleger und Abenteurer. Er ist beispielsweise der erste Mensch, der alle drei Extrempunkte der Welt erreicht hat. Also Südpol, Nordpol und Mount Everest. Aber er hat darüber hinaus auch noch viele andere abenteuerliche Expeditionen gemacht. Und über diese berichtet er hier in diesem Buch auch ein wenig. Aber er erwähnt diese Erfahrungen im Grunde nur, um seine Gedanken besser zu veranschaulichen, also seine Einstellung, seine Haltung zum Leben und zu dem, was das Leben seiner Meinung nach lebenswert macht. Während des Lesens habe ich wirklich innerlich häufig zugestimmt. Mit vielen Gedankengängen und Vorstellungen stimme ich überein und ich bin mir sehr sicher, dass es einigen, wenn nicht sehr vielen, genauso gehen wird. Und das, obwohl ich wirklich nicht annähernd solche oder vergleichbare Extremtouren gemacht habe. Aber das ist auch wirklich das Schöne daran. Darum geht es ihm überhaupt nicht. Und das macht Kagge in diesem Buch auch wirklich mehrfach explizit klar. Der Kerngedanke ist grundsätzlich übertragbar auf jeden Bereich und auf jedes Leben, auf jeden Menschen. Jeder hat ganz andere Träume und Ziele und wie gesagt, sie müssen auch nicht unbedingt so außergewöhnlich sein. Wichtig ist nur, ihnen nachzugehen und dafür ist jeder selbst verantwortlich. Und das bedeutet oft, die Komfortzone und das Gefühl von Sicherheit zu verlassen und diese Dinge zu wagen. Denn so ist es ja nun mal. Also der bequemste und der einfachste Weg führt häufig zu Monotonie und zu Unzufriedenheit. Es sind die Herausforderungen, die einen wirklich lebendig fühlen lassen, die das Feuer im Leben sind. Und dafür braucht es die richtige, die gesunde Portion Optimismus und natürlich auch einen realistischen Blick auf das ganze Unterfangen. Also kurzum, alles beginnt mit der Einstellung, mit der Geisteshaltung und natürlich auch mit der Überwindung, den schweren ersten Schritt zu wagen. Und noch so viel mehr, also steckt tatsächlich noch viel mehr in diesem Buch, aber ich sollte jetzt auch nicht so ausufern. Also für mich ist das wirklich ein wahrer Schatz an Lebenserfahrungen, nicht nur Kagges, sondern soll ich auch noch erwähnen zum Schluss, er berichtet hier auch über die Geschichten und die Erfahrungen anderer Persönlichkeiten und er zitiert hier einige Philosophen wie Wittgenstein oder Seneca oder Aristoteles und noch einige mehr. Es gibt auch Zen-Geschichten. Also es ist wirklich ein sehr breites Panorama, eine umfassende Betrachtung über das Leben und ich fand es toll. Ich glaube, ich rede viel zu lange. Eine große Freude, dieses Buch zu lesen und ein Buch, das ich wirklich jedem empfehlen kann, für den das jetzt auch nur ansatzweise interessant klang. Ich fand's toll. Es ging weiter mit einem Klassiker und zwar Der Zorn des Meeres von Bram Stoker. Das spielt an der schottischen Küste und zwar an einem besonders stürmischen Abend.
William ist der oberste Bootsführer der Küstenwache und hat an diesem Abend Dienst. Er bekommt dann die Info, dass in dieser Nacht Schmuggelware an Land transportiert werden soll. Er bereitet sich darauf vor. Als dann später seine Verlobte Maggie davon erfährt, wird sie ganz schön unruhig. Ihr Vater ist ein armer Fischer und Maggie weiß, dass er hochverschuldet ist und sich ausnahmsweise darauf eingelassen hat, ausgerechnet in dieser Nacht Schmuggelware auf seinem Boot zu transportieren. Maggie steckt in der Klemme. Sie möchte natürlich nicht, dass ihr Vater von ihrem Verlobten erwischt und festgenommen wird. Andererseits kann sie ihren Verlobten nicht darum bitten, ihren Vater laufen zu lassen. Was soll sie tun? Sie steckt in der Klemme und schreitet deswegen dann einfach selbst mutig zur Tat. Sie nimmt sich ein winziges Boot und versucht heimlich zu ihrem Vater zu rudern, um ihn zu warnen. Aber in dieser Nacht ist es äußerst gefährlich auf dem Meer. Es ist tiefste Nacht, die Sicht ist schlecht und der Sturm tobt wie verrückt. Was ich richtig toll finde, ist, wie Stoker hier das stürmische Meer beschreibt. So anschaulich, so bildlich, so atmosphärisch, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann das alles fühlen, hören, riechen. Das war wirklich toll. Die Geschichte selbst ist kurz und gut eigentlich. Also es gab ehrlich gesagt jetzt keine allzu großen Überraschungen und zum Ende hin ging dann auch alles recht schnell und plötzlich. Aber okay. Etwas anderes allerdings, was mir aufgefallen ist, ist Maggie. Obwohl sie hier wirklich Mut beweist und ein großes Risiko eingeht, was in der Geschichte selbst auch mehrfach hervorgehoben wird, haftet ihr das Image des schwachen Geschlechts an. Das wird sie irgendwie nicht los. Also eine aufopferungsbereite und sehr emotionale Frau. Untermauert wird dieser Eindruck natürlich auch nochmal durch den Kontrast, durch die Darstellung der Männer, die immer sehr stark, sehr, sehr stolz sind und auch ihre Fassung irgendwie nie verlieren, zumindest äußerlich nicht. Also das war schon sehr auffällig und dadurch rutschte die Geschichte für mich fast schon ins Klischeehafte. Also klar, es ist ein Klassiker. Ich glaube, das ist erstmals 1895 erschienen, wenn es mich nicht täuscht. Und natürlich ist ein Klassiker auch immer ein Roman seiner Zeit, andere Zeiten, andere Bilder. Das berücksichtige ich selbstverständlich immer. Aber in diesem Fall war es mir dann doch zu auffällig. Also die Geschichte bezog sich einfach zu sehr auf diesen Punkt. Also darum ging es fast schon hauptsächlich. Und es, ja, sollte man vielleicht wissen, wenn man dieses Buch lesen möchte. Wie gesagt, ich fand es wirklich nicht schlecht. Allein die Beschreibung des Meeres fand ich grandios. Aber unterm Strich alles zusammen fand ich es okay, aber nicht viel mehr. Apropos Meer, im September hatte ich dann auch noch Der Tod und das dunkle Meer von Stuart Turton gelesen. Über dieses Buch hatte ich bereits im Video Bücher für den Herbst ausführlicher gesprochen, deswegen fasse ich mich an dieser Stelle etwas kürzer. Es ist ein historischer Roman, es ist zugleich auch ein Krimi und auch eine wunderbare Unterhaltung. Man kann es eigentlich nicht wirklich nur einem Genre zuordnen, auf jeden Fall spielt das Ganze auf einem Schiff und dieses Schiff soll angeblich verflucht sein. Und tatsächlich, während der langen Reise ereignen sich sehr merkwürdige Dinge. Eine sehr kleine Gruppe Menschen tut sich zusammen und versucht herauszufinden, was es mit all diesen Vorkommnissen auf sich hat. Je mehr sie nach Lösungen sucht, umso mehr Geheimnisse, Intrigen und auch Leichen kommen ans Licht. Und das Ganze wird mit der Zeit immer vertragter und genau das macht dieses Buch auch so unglaublich packend. Es ist reich an Überraschungen und Wendungen, reich auch an einer Vielzahl wirklich gut gezeichneter Figuren und reich auch an einer packenden Atmosphäre. Also ein wunderbares Buch zum Eintauchen und alles um sich herum vergessen, mit einer wunderbaren Sogwirkung auch, wie ich finde. Und ja, also wie gesagt, etwas mehr, selbstverständlich spoilerfrei, gibt es im anderen Video, falls von Interesse. In dem gleichen Video hatte ich auch über Till von Daniel Kehlmann gesprochen, deswegen fasse ich mich an dieser Stelle wieder etwas kürzer. Till Uhlenspiegel,
Darum, um ihn geht es hier, die bekannte Figur. Allerdings während des 30-jährigen Krieges. Das heißt, Till bewegt sich während der Kriegsjahre durch die Lande und begegnet dabei den kleinen Menschen aus dem Volk, aber auch den Mächtigen und den Regierenden. Das heißt, wir erhalten dadurch einen sehr guten Einblick in diese Zeit und insbesondere auch einen sehr packenden Einblick. Denn obwohl Krieg und Pest natürlich sehr ernste Themen sind und die Geschichte deswegen natürlich auch sehr bedrückend, gibt es hier zugleich auch wirklich sehr unterhaltsame und stellenweise auch lustige Szenen. Ja, das also die Kurzfassung. Und kurzfassen werde ich mich auch bei dem nächsten Buch dann auch über Daphne du Maurier's Jamaica Inn, habe ich in dem Video Bücher für den Herbst gesprochen. Es geht hier um Mary. Sie ist eine junge Frau und soll zu ihrer verängstigten Tante und ihrem unberechenbaren Onkel ziehen. Und zwar in ein abgelegenes und auch heruntergekommenes Gasthaus in Cornwall. In diesem Gasthaus allerdings gibt es überhaupt gar keine Gäste. Stattdessen finden dort regelmäßig sonderbare Versammlungen statt. Das stellt dann auch Mary fest und möchte mehr darüber erfahren. Und das wird gefährlich für Mary. Für den Leser wird es einfach nur sehr fesselnd. Es ist einfach ein großer Spaß, das zu lesen. Ein großes Vergnügen und einfach schön. Aber wie gesagt, falls irgendeines dieser drei Bücher euch interessiert und ihr noch etwas mehr darüber erfahren möchtet, den Link zu dem Video findet ihr selbstverständlich wie immer unten in der Infobox und wenn ich dran denke, auch da oben. Dann habe ich noch gelesen Das Glück des Wolfes von Paolo Cognetti. Es geht hier um Fausto. Er ist 40 Jahre alt und wagt einen Neuanfang. Er lässt das Leben in der Stadt hinter sich und zieht in die Berge, genauer gesagt nach Fontana Fredda. Dort verbringt er die Herbst- und Wintermonate. Dort möchte er seine Ruhe finden und an seinem Roman schreiben. Nebenbei arbeitet er als Koch in einem urigen Berglokal. Dort kommt er auch den sogenannten Gebirglern näher und dort lernt er auch Silvia kennen, eine Kellnerin, jung und genauso rastlos oder suchend wie er. Die zwei werden ein Paar, Fausto und Silvia, und sind auch sehr glücklich, aber dann, so scheint es, trennen sich ihre Wege. Silvia möchte weiterziehen, Fausto hingegen muss erst noch einmal in die Stadt und was er danach machen wird, weiß er noch nicht so genau. Ich muss sagen, auch wenn es erst einmal nach einer Liebesgeschichte klingen mag und auch der Klappentext eher darauf schließen lässt, für mich persönlich war es keine Liebesgeschichte. Das war für mich sogar auch tatsächlich der uninteressanteste und spektakulärste Aspekt des Buches. Sehr, sehr, sehr viel schöner fand ich die feinen, kleinen Beobachtungen und auch die Naturbeschreibung. Also insbesondere, wenn man Berge und auch den Winter mag, ist dieses Buch der reine Genuss. Cognetti spricht wirklich alle Sinne an. Und um die Gebirgler geht es in diesem Buch genauso sehr, insbesondere um den alten Mann namens Santorso. Er ist ein waschechter Gebirgler, nicht zugezogen oder so, und sehr zäh, sehr wortkarg, sehr stur, aber im Kern sehr liebenswürdig. Auch ihn lernen wir also mit der Zeit immer besser kennen. Für mich sind die zwei Hauptfiguren in diesem Buch, also auf jeden Fall Fausto und Santorso. Silvia hat sich für mich persönlich eher wie eine Nebenfigur angefühlt, aus diversen Gründen. Letztlich aber, egal wie man es liest und wie man es betrachtet, bei allen Figuren in diesem Buch geht es letztlich auf die ein oder andere Weise um einen Neuanfang, um eine Befreiung oder um einen Befreiungsversuch zumindest. Es geht also um Veränderungen und das übrigens auch in der Natur. Also alles ist ein Prozess, nichts ist im Stillstand und das wird in dieser Geschichte sehr, sehr schön deutlich. Also es ist ein ruhiges, auch sehr atmosphärisches, stimmungsvolles Buch mit wunderschönen Naturbeschreibungen. Was die Figuren angeht, muss ich ganz ehrlich gestehen, fand ich Paolo Cognettis Acht Berge stärker. Was die Naturbeschreibungen angeht, finde ich tatsächlich dieses Buch noch besser. Aber ich möchte die zwei auch überhaupt nicht vergleichen. Unterm Strich hat mir dieses Buch gefallen. Ich habe es gerne gelesen.
Dann habe ich noch gelesen Der Hals der Giraffe von Judith Schalansky. Es geht hier um Inge Lohmark. Sie ist Mitte 50 und lebt in einer Kleinstadt in Vorpommern. Sie ist Lehrerin von Beruf, Biologie und Sport unterrichtet sie, und zwar in einem Gymnasium, das allerdings bald geschlossen werden soll, weil es nicht mehr genügend Schüler in der Region gibt. Inge ist eine Lehrerin der alten Schule, streng, fordernd, diszipliniert. Außerdem aber mangelt es ihr an Mitgefühl. Mobbing unter den Schülern lässt sie völlig kalt. Ganz nach dem Motto von Darwin, nur die Stärksten überleben. Und Biologie ist tatsächlich für Inge nicht nur ein Unterrichtsfach, sondern die Grundlage ihrer Weltanschauung. Bei allem, was im Leben oder auch auf der Welt passiert, findet Inge Erklärungen und Antworten in biologischen Lehren oder Naturgesetzen. Und so fließen hier in diesem Buch übrigens gelegentlich auch einige Details und Ausführungen über verschiedene Lebewesen mit ein. Also beispielsweise lesen wir einiges über Quallen oder auch über Dinosaurier oder auch über Fledermäuse und so weiter. Das fand ich ziemlich interessant und auch sehr lehrreich, muss ich gestehen. Ihre Begeisterung allerdings ist den Tieren vorenthalten. Was die Menschen anbelangt, bekommt man schnell den Eindruck, dass sie eine Misanthropin ist. In ihren sowieso oft sachlich kühlen Gedankengängen, die wir hier zumeist lesen, stecken oft Sarkasmus und Hohn. Einzig eine Schülerin, Erika, bei ihr lässt die Gefühlskälte etwas nach. Das allerdings würde Inge niemals zugeben, auch nicht vor sich selbst. Inge ist schon sehr speziell, eine eigensinnige Frau, der Veränderungen allerdings nicht so leicht fallen, obwohl sie selbst immer wieder betont in dieser Geschichte, wie wichtig es ist, sich anzupassen, ebenfalls natürlich aus der Biologie. Nun aber muss sie trotzdem erkennen, dass ihr Leben sich auf eine Sackgasse zubewegt. Sie hat die Befürchtung, bald überflüssig zu sein, keinen Platz mehr zu finden. Obwohl Inge knallhart ist und in der Geschichte eigentlich wirklich nicht viel passiert, die meiste Zeit lesen wir, was so in Inges Kopf los ist, trotzdem aber fand ich dieses Buch irgendwie sehr erfrischend und auf seine Art und Weise sogar auch sehr unterhaltend. Also ein wirklich ungewöhnliches und zugleich auch sehr interessantes Buch, wie ich finde. Ich habe es wirklich sehr gerne gelesen, also mir hat Spaß gemacht. Und dann zum Abschluss noch ganz kurz zu Ein erhabenes Königreich von Yajasi. Ich hatte dieses Buch eigentlich im August schon gelesen, das heißt im letzten Lesemonat spreche ich auch sehr viel ausführlicher darüber und werde mich an dieser Stelle super kurz fassen. Ich hatte es im September nochmal in die Hand genommen, weil ich es eigentlich nochmal so schnell überfliegen wollte. Aus dem Mal so schnell überfliegen wurde dann aber sehr bald schon ein fast kompletter zweiter Durchlauf mit nur letztlich sehr wenigen Seiten, die ich überflogen habe. Was ich überhaupt nicht erwartet hatte. Ich wollte es eigentlich nur noch mal so schnell durchgehen, weil wir das als Gemeinschaftslektüre für die Leserunde auf gemeinsam mitlesen ausgesucht hatten und hatte keine Ahnung, dass mich das so anders erreichen würde beim zweiten Mal. Gifty als Figur kam mir sehr, sehr, sehr viel näher als beim ersten Mal und ich kann nach wie vor nicht mit Gewissheit sagen, woran es liegt. Ob ich einfach schon weiß, was mich hier erwartet und das Buch deswegen mit sozusagen wissenden Augen gelesen habe und deswegen mehr entdecken konnte, oder ob es einfach nur an meiner Stimmung lag, an dem Zeitpunkt, meinem Gemüt. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Gut, macht nichts. Hauptsache, es hat mir sogar noch besser gefallen als beim ersten Mal. Also, toll. Ach so, ganz, ganz super kurz über den Inhalt vielleicht noch. Es geht hier um Gifty. Sie ist Neurowissenschaftlerin und wurde sehr religiös erzogen. Hier nun beschäftigt sie sich sehr intensiv mit der Wissenschaft und der Religion und das hauptsächlich aus persönlichem Interesse. In der Vergangenheit hatte die Familie einige Schwierigkeiten und teilweise auch heute noch. Dabei ging es beispielsweise um Drogensucht, aber auch um Depressionen, Rassismus. Die Familie stammt ursprünglich aus Ghana, aber auch noch einiges mehr. Und Gifty versucht eben mit dieser Auseinandersetzung Wissenschaft und Religion zu verstehen und auch zu verarbeiten, ihr eigenes Leben und auch
das Leben ihrer Familie, um es an dieser Stelle wirklich super kurz zusammenzufassen. Also ja, das dazu und das war's dann. Das war mein Lesemonat September. Ich freue mich natürlich wieder sehr, wenn ihr mir eure Meinung zu den Büchern unten in die Kommentare schreiben möchtet. Ich freue mich über eure Beteiligung und damit wünsche ich euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und habt eine schöne Lesezeit. Ciao!